Herzlich willkommen, meine lieben Kunstfreunde. Erstmal vielen Dank für euer super liebes Feedback bezüglich meiner Videos. Es hat ja auch schon einige Kommentare von euch gegeben, worüber ich mich eigentlich freue. Auch wenn sie leider jetzt mit den Originalvideos mitgelöscht wurden. Denn, ich habe mich da so ein kleines bisschen verhaspelt bei der... beim Hochladen der Videos. Ich hatte mir das ja so gedacht, wenn ich die Videos von Art Academy Atelier übers Wii U Gamepad dann fertigstelle und dann ins Internet stelle, also auf YouTube, dass ich die dann im Privaten halte, sodass ich die dann an meinem PC wieder runterladen kann über meinen YouTube-Account, dann eine Audiospur drauflege und wieder hochlade für euch als fertiges Video. Ja, das Problem ist nur, bei Art Academy Atelier werden die Videos leider direkt öffentlich gemacht und leider auch ohne Videobeschreibung. Das muss ich halt ganz schnell manuell machen. Und da kann es natürlich sein, dass in der Zwischenzeit schon jemand das Video gesehen hat und einen trotz allem sehr lieben Kommentar geschrieben hat. Bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine Reaktion auf die Kommentare. Es hat sich nur sehr ungünstig überschnitten. Um jetzt mal auf die sich inzwischen wiederholende Frage zu kommen, ob ich denn auch für andere Avatare oder ähnliche Bilder herstellen könnte. Ja, klar, ich wäre gerne bereit dafür. Meine erste Sorge war allerdings, wenn ich jetzt ja sage, dass dann jemand von euch vielleicht in den Kommentaren seine private E-Mail-Adresse oder ähnliche Sachen reinschreibt, die Dritte halt einfach nicht erfahren sollten. Ist halt leider ein kniffliges Thema. Deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle euch dafür die Facebook-Seite von Chibi Let's Play zur Verfügung. Da könnt ihr immerhin frei von der Leber wegschreiben: Hey, mal mir mal einen neuen Avatar. Und da ich aus privaten Gründen bei Facebook halt öfter online bin als jetzt bei anderen sozialen Netzwerken, werde ich das da halt am schnellsten auch mitbekommen. Und sofern ich von euren Vorlagen dann genug inspiriert bin und die Zeit es auch ermöglicht, werde ich mich dann darum kümmern. Und ich denke mal, dass wir auf meiner Facebook-Seite halt mittels Kommentare auch besser miteinander kommunizieren können, ob ihr vielleicht mit dem Bild zufrieden seid, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt oder vielleicht auch andere Ideen. Und ich hoffe mal, dass das so auch am schnellsten und am einfachsten geht, als wenn ich jetzt irgendwie versuchen müsste, eine eigene Homepage oder sowas zu erstellen. Denn ich spreche da aus Erfahrung, das wird nix. Ansonsten sei noch gesagt, dass ich meine Let's Play-Projekte jetzt nicht zu kurz kommen lassen möchte, wofür ich den Kanal ja eigentlich auch erstellt habe. Daher bitte ich euch auch um Geduld, dass ich eure Avatare jetzt nicht von heute auf morgen fertigstellen kann. Aber ich werde schon schauen, dass ich auch ein bisschen Zeit dafür dann einrichten werde. Ich möchte euch nur vorwarnen, dass ich auch diese Bilder mit Art Academy erstellen werde, weil das für mich einfach am praktischsten ist. Nur dann kann ich leider keine fertigen Logos oder Schriftzüge von euch mit einfügen. Also entweder fügt ihr die dann später ein oder ich müsste die dann abzeichnen. Aber ich denke, solche Dinge kann man ja später im Einzelfall dann noch ausdiskutieren. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon drauf. Also, wenn ihr Bock habt, besucht mich drüben mal und beschreibt mir eure Vorstellungen, eure Wünsche und bis bald. Tschüss.